Hallo Nintendo Switch-Freunde und Nintendo Switch-Freundinnen, der Nintendo eShop Black Friday Sale hat begonnen, haltet euer Geld fest, denn davon könnt ihr euch jetzt gleich mal verabschieden. Wir schauen uns nämlich zusammen an, was es hier alles gibt und da ist einiges von Nintendo selbst reduziert. Wir fangen gleich mal hier an mit Metroid Dread, dem 2D Metroid, ist schon vor einiger Zeit erschienen, kostet aber im Nintendo eShop regulär 60 Euro und Nintendo Switch-Spiele sind nicht oft reduziert, das wisst ihr sicher. Und jetzt gibt es 33% weniger für 40 Euro diesen 2D-Shooter-Kracher. Wer sich nicht ganz sicher ist, wie ihr seht, Demo-Version kann man sich hier auch gleich laden. Wir springen gleich weiter zu einer richtigen Gurke, nämlich FIFA. Warum ist es eine Gurke? Weil es ist nicht FIFA 23, das ist FIFA 23 Legacy. Das ist die abgespeckte Version von FIFA. Mit Leute, vergessen wir das einfach. Holt es euch nicht, okay? Holt es euch einfach nicht. Das ist nicht das richtige FIFA, das ihr haben wollt. Dann, was gibt es denn hier noch? Super Mario Odyssey, ein weiterer Nintendo-Titel hier im Angebot, auch richtig nice, minus 33%, hier wieder 40 Euro statt 60, Mario Odyssey, ein richtig geiles Game, ich habe es geliebt, das ist, wo Mario sich mit Hilfe der Mütze in all mögliches Zeug verwandeln kann, richtig geiles Game, so was haben wir denn hier noch im Black Friday Sale, Disney Dreamlight, well, ich habe keinen Plan, Disney ist nicht so meins, bei Disney bin ich generell eigentlich raus, aber Leute, gönnt euch die Disney jetzt für minus 25%, naja, auch nur halb so geil. Naja, ein bisschen, aber 70 Euro kostet das Spiel nochmal. Na, servus. Na gut, Disney-Fans greifen zu, alle anderen überlegen sich das nochmal. Was so schon interessant ist, Persona 5 minus 30% im eShop für statt 60 Euro, ein bisschen was über 40 Euro kann man schon machen. Persona muss man mögen, am besten mal hier genauer reinlurgern. Ich finde es ganz cool, ich mag die Serie, aber auch hier Geschmacksfrage, wie so oft, Lego Star Wars minus 50%, ist ein geiles Angebot, wenn man auf Star Wars steht und Lego mag, einfach mal die Hälfte zahlen, why not, das Spiel hat ja relativ gute Kritiken bekommen, so, und Lego Star Wars ist ja im Allgemeinen sehr beliebt, also Leute, vielleicht die Chance, ein bisschen das Lichtschwert zu schwingen für euch, und ein Spiel, das ich persönlich sehr schätze, ist auch schon im Angebot, obwohl das erst vor ein paar Monaten oder vor letztes Monat erschienen ist, also vor kurzem eigentlich erschienen, No Man's Sky für die Nintendo Switch, läuft richtig gut, ihr könnt euch ein paar Let's Plays bei mir im Kanal anschauen, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, No Man's Sky, Millionen von Welten sind hier zu erforschen, richtig geiles Game, Leute, minus 20% ist nicht viel, aber der Titel ist auch noch super neu, kann man sich schon mal gönnen für 40 Euro, cooles Game. Und die GTA-Trilogie, die hat ja ganz schlecht angefangen auf der Switch und auch auf allen anderen Systemen. Mittlerweile hat es sehr, sehr viele Patches gegeben, aber ich würde es trotzdem nur mit Vorsicht angreifen, weil das Spiel war einfach bei Release mehr oder weniger kaputt. Jetzt gibt es 33% drauf und wenn ihr ab 18 seid, dann könnt ihr ein bisschen in GTA rumschnetzeln, auch auf der Switch. Und was haben wir denn hier noch? Zelda, Leute, ihr wisst ja, ich bin großer Zelda-Fan. Zelda Skyward Sword, erst dieses Jahr hier am Kanal durchgespielt. Könnt ihr euch das Let's Play auch von mir anschauen. Ja, Skyward Sword, der Anfang, ich finde den Anfang ein bisschen schwierig und die Bewegungssteuerung, die ist richtig zum, naja, was soll man sagen, zum Mäusemelken. Naja, ich bin kein Freund von der Bewegungssteuerung, aber es gibt anscheinend Leute, die kommen gut damit zurecht. Also, minus 33% im eShop gibt es nicht allzu oft auf ein Zelda-Spiel, also gönnt euch Zelda. Ist auf jeden Fall ein tolles Abenteuer, die Geschichte ist toll, nur wie gesagt, die Steuerung. Ah ja, die Steuerung, damit muss man zurechtkommen. Hier wird geschnetzelt noch Doom, ein weihnachtliches Spiel, ab 18 Doom, schnetzeln und Monster wegballern, bis der Arzt kommt. Ein richtig fettes Angebot, statt 60 Euro, 75, das nenne ich mal ein Sale. So gefällt mir das schon besser. Doom, sollte ich mir vielleicht auch mal überlegen. Bin ich so der Schnetzeltyp? Eigentlich nicht so der Schnetzel, aber puh, bei 14,99 Euro ist es echt zum Überlegen.
Crash Bandicoot, den Helden von der PlayStation, den kennt ihr doch sicher. Den gibt's jetzt auch zum halben Preis, Crash Bandicoot. Der verrückte rennt hier rum, es ist ein Jump'n'Run und ich glaube, es hatte ganz gute Bewertungen. Also, wenn ihr Crash Bandicoot-Freunde seid und immer schon mal überlegt habt, ist das nicht was für mich, dann jetzt zum halben Preis zuschlagen. Was haben wir denn noch? Triangle Strategy. Das ist ein Strategiespiel, aber auch noch gar nicht zu alt. Krass, 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 dass das hier schon im Sale ist und wer sich nicht sicher ist, kann sich auch hier gleich nochmal die Demo kostenlos runterladen. Zeit zum Kauf bis 30. Dann ist wieder Normalpreis angesagt. So, was haben wir denn hier noch? Skyrim. Das hat viele Fans, viele Freunde dieses Games. Skyrim, die leere Open World, wie ich immer sage. Nee. Also, ist schon ein cooles Spiel, aber ich kann nichts damit anfangen. Aber gönnt euch Skyrim. Ist schon ein cooles Spiel, wenn da so die Drachen angreifen. Da sehen wir es ja. Und so ein Haus, so ein ganzes Dorf niederbrennen. Das klingt jetzt voll schrecklich. Ja, so schrecklich ist es auch irgendwie wieder nicht. Aber es ist schon ein cooles Spiel, wo man auflevelt kann und die Open World ist echt riesig, Leute. Skyrim und es gibt sogar eigenes Kind für Zelda, was ich mich erinnern kann. Ist schon ein cooles Game, aber falls es doch irgendwer nicht gespielt hat, jetzt kann er sich's holen auf der Nintendo Switch zum halben Preis. Was haben wir? Der Ori and the Will of Wisps, der Nachfolger von Ori und the Blind Forest. Ein super Indie-Game, super 2D-Game. Kostet jetzt -66%, 10 Euro statt 30, kann man schon mal machen. Einfach so mal ein Drittel weniger zahlen, nur weil Black Friday ist oder die Black Friday-Woche bei Nintendo. Schaut schon ganz gut aus, ganz nice, Witcher 3, habe ich geliebt, das Spiel, ich habe es aber zugegebenermaßen immer noch nicht durchgespielt, weil es so lang ist, für genau das Richtige für Leute, die gerne Zelda mögen, es ist sozusagen ein erwachsenes Zelda, wie ihr seht, das ist ein erwachsenes Zelda, ja, so kann man das sagen, allerdings ohne Rätsel und mit ein bisschen mehr Schmusi und ein bisschen mehr Schnetzel, also Leute, Witcher 3 Wild Hunt auf der Switch, wahrscheinlich einer der besten Ports überhaupt auf der Switch. Richtig gut gelungen. Da hat sich CD Projekt echt nicht lumpen lassen bei der Umsetzung. Tony Hawk Pro Skater, was für die Skater. Ich skate eigentlich so real gerne, aber am Computer halt so gar nicht. Aber wenn ihr gerne skatet, halber Preis, 22,50 Euro für Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 sozusagen. 2 zum halben Preis. Das klingt doch nach einem fairen Deal fürs Kinderfreunde, was haben wir denn hier noch? Slime Ranger, habe ich schon mal gespielt am PC. Habe ich nie auf der Switch gespielt, Slime Ranger. Ist so ein bisschen Pokémon-artig, ein bisschen. Und macht schon extrem Laune. Ich glaube, ich habe die Open Beta damals am PC gespielt. Hatte richtig Spaß damit. Was für Leute, die gerne Spaß haben oder auch Jüngere. Ihr seht ja, Altersfreigabe ab 3, das ist wirklich relativ gewaltfrei. Und man muss so Schleime züchten und so. Also ich mag das. Also ich fand das cool. -40% kann man sich echt überlegen. Ist ein gutes Spiel. Was haben wir denn hier noch? Diablo 3. Ja, aufsammeln und looten ohne Ende. Rumrennen und looten. Das ist bei mir Diablo 3. Ich weiß, viele mögen das. Also Leute, gönnt euch Diablo 3 zum halben Preis. Hört sich für mich auch einen guten Deal. Also ist definitiv ein guter Deal zum halben Preis. Und vielleicht auch best soll es das Handy geben und das wegen kein Pay-to-Win, so wie das Handy geben und vielleicht auch, ich sollte da nicht weiterreden wegen Pay-to-Win, sonst kommen wieder so üble Kommentare, dass ich Diablo hasse und nicht verstehe. So, schauen wir doch schnell weiter, was sonst noch hier im Angebot gibt. Wir hüpfen da schnell raus. Dann leider ist der Nintendo eShop nicht der schnellste. Ihr wisst das, ich mache das hier alles live. Aktuelle Veröffentlichungen jetzt im Angebot. Da schauen wir jetzt noch ganz schnell drüber, was so abseits noch im Angebot ist. Ich weiß, das sind ein paar coole Dinge, nehme ich dabei. Asterix und Obelix, -75%, eigentlich auch heftig. 3,74 Euro für Asterix und Obelix. Wenn ich mich richtig erinnere, war das ein ganz gutes Zwei-Spieler-Game. Green Hell, das lassen wir mal aus. Ich glaube, das ist Müll. Was haben wir denn da? Down in Bermudas, so ein Indie-Adventure für 1 Euro, -95%, das ist ja krank.
Krank ist das. 1 Euro kann man sich holen. Return to Monkey Island, also das neue Monkey Island Spiel, auch schon so stark reduziert. Also na, 10% geht eigentlich. Was haben wir denn da? Gear Club, okay. Alles nicht so der Mega-Wahnsinn. Maroons ist auch im Angebot. Habe ich schon gekauft, wie ihr seht. Was haben wir denn noch? Oceanhorn, vielleicht was für die Zelda-Freunde hier bei mir am Kanal, weil ich spiele immer hier für die Zelda. Oceanhorn für 5,24 € ein guter Zelda-Klon. Macht richtig Laune. Und schau, wie haben wir denn noch irgendwas? Müll. Wolfenstein 2, okay, das ist Geschmackssache, sagen wir mal. Aber minus 35% geht natürlich immer. Noch ein Obelix-Spiel reduziert. Und was haben wir denn hier? Assassin's Creed. Minus 83% für 14 Euro. Ja, gönnt euch. Und was haben wir denn hier? Oh, noch ein, das ist richtig geil. Hot Pursuit, ich finde eins der geilsten Rennspiele auf der Nintendo Switch. Minus 80% für 7,99 €, Leute. Das ist ein Schnapper. Definitiv ein Schnapper. Ja, das war's schon wieder mit meinem Black Friday Sale Bericht. Ich hoffe, es war für euch was dabei und eure Geldbörse wird nicht ganz so hart bluten. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wenn ihr irgendetwas ganz Besonderes empfehlen könnt. Ansonsten geht's gleich hier am Bildschirm weiter mit dem nächsten Video. Draufklicken, Abo dalassen und wir sehen uns bald wieder.